So, hallo wieder hier bei mir, bei mir, dem Luca von den Löwen, zu einer weiteren Folge von We Will Potter's World. In der letzten Folge, wie man hier ganz gut erkennen kann, haben wir die Treppe und da oben den Bogen ein bisschen verändert. Ja, damit es halt jetzt einfach mal ein bisschen weitergeht hier. Aber was wir in dieser Folge machen werden, das seht ihr nach dem Intro. Ja, denn ich habe mir für heute eine Kleinigkeit überlegt. Ich bin im Game Mode. So. Ich habe hier noch mein Inventar von letzter Folge, was ich allerdings nicht brauchen werde, ehrlich gesagt. Von dem her gehe ich mal gerade ganz kurz hier nach unten. Hier und bringe mal den Schnee weg. So. So, dann. Ja, der Rest, der kann eigentlich bleiben. Ja, das stört mich zumindest nicht. Das da hier, das kann sogar mal runter. So. Ja, denn ich würde gerne mit euch heute eine kleine Umbauaufgabe beginnen. Die ja eigentlich Stream ist, aber ich dachte mir, jetzt war so viel in Streams, da, ja. Ja, da kann ich auch einiges mal wieder in Folgen machen, so wie das da hier. Was ich ja hier mit den Toren gemacht habe oder auch diesen Bogen da oben, ne? Und ja. So, denn hier, das da hier ist gerade mein Problem, sage ich jetzt mal. Denn wir haben das ja eigentlich ganz schick gemacht, wenn man es ganz genau nimmt. Also, ne? Das sieht ja hier ganz schick aus, aber wer ein gutes Auge hat, der wird es schon erkannt haben. Es sitzt nicht in der Mitte. Ja, in der alten großen Halle, da saß das nämlich genau mittig, aber ja, in dieser nicht mehr. Und von dem her muss man auf jeden Fall mal davon ausgehen, dass. Moment, nee, nicht so. Sondern dass. Achso, ja. Dass das da hier so nach oben gezogen werden muss, zumindest hier an dieser Stelle. So. Genau, und dann mache ich jetzt hier so. Moment, ich muss mal gerade kurz überlegen. Ba, ba, ba. Genau, das da hier, das darf dann hier so bleiben. Aber, Moment. Boah, das ist ein bisschen knifflig, ehrlich gesagt. Ist halt die Frage, wollen wir. Oder sieht das so brachial doch besser aus? Weil das da hier, das wäre ja jetzt schon brachial, sage ich jetzt mal. Also das sieht ja groß aus, ne? So wie es halt, ja, eigentlich aussieht, so im Film und, ne? Genau, weil dann, Moment, ich hole mir auch mal hier den Half-Slab wieder. So. Im Film wäre es jetzt dann noch so, das da hier muss in der Mitte sein, das heißt, den da hier muss ich öffnen, dass der da hier jetzt einmal ab muss. So. Genau. Da habe ich damals noch nicht so ganz weit mitgedacht. Habe ich ja sowieso noch nie so ganz, aber damals noch weniger. So, und dann kommt das da hier auch einmal ab. So. Und das da hier auch einmal. Ja, denn theoretisch muss diese ganze Seite hier einmal ab und einen nach vorne gezogen werden. So, also das muss auf jeden Fall gemacht werden, deswegen ziehe ich das hier gerade auch schon soweit eigentlich ganz gut vor. Das würde sich darauf dann hier so insofern auswirken, dass ich hier so mache, hier mache ich so, hier mache ich so, dann hier so. Und ja, genau, also hier wird dann so die Treppe weitergehen. Und dann wäre es halt schon eine sehr, sehr breite Treppe. Ist halt die Frage, wollen wir lieber eine breite Treppe oder wollen wir lieber eine schmale Treppe? Moment mal. Der da hier, der darf ja hier einmal weg auf jeden Fall. Da kommt dann der da hier hin. Dann kann der hier weg. Genau, ich glaube damit.
Ja, so rein von der Form her ist es, glaube ich, ganz in Ordnung. Ja. So, dann mache ich das jetzt nämlich wie folgt. Hier. Ja gut, eigentlich kann ich. Ja gut, das da hier ist auf jeden Fall Fakt. Also da führt gar kein Weg dran vorbei, dass das da hier hochgezogen werden muss. So. So. Genau, das mache ich jetzt dann auch mal. So. Und dann hier so. Und ja, natürlich für das Glas und alles, da mache ich dann die Löcher wieder rein, definitiv. So. Aber ja, das hier, das muss jetzt erstmal nach oben und einmal kurz als Zeitumkehrer. So, sehr schön. Und dann zack. Verdammt, ich streame heute. Wie versehe ich das mit einem Spoilerschutz? Ja gut, dann mache ich eine Farming-Tour. Wir brauchen sowieso Eisen. Ja, weil, also wir, ich nehme das hier jetzt gerade hier am Donnerstag, nicht Donnerstag, sondern am Montag auf. Genau, am Donnerstag kommt diese Folge und ich nehme das hier gerade am Montag auf. Und ja. Also ich streame ja heute, ne? Montag ist der Streaming-Tag. Und da muss ich noch gucken, wie ich das Ganze dann mit einem Spoilerschutz versehe, damit sich die Spieler als auch ihr nicht spoilern lassen, während ich hier noch so ein bisschen rumlaufe. Also ich werde heute eine Farming-Tour machen. Für euch ist das natürlich schon Vergangenheit, das Ganze. Aber ja. Genau, müssen wir auf jeden Fall machen. So, wie hoch denn noch? Achso, wir haben es ja fast. Okay, sehr schön. Dann mache ich hier so und so. Und so. Sonst so. Ah, nee. So. Genau, weil dann wird dieser Balkon, und gut, ich habe Kobbel, wird dieser Balkon hier so kommen. So. Und dann hier so. Bedeutet, dass das da hier einmal ab darf, das da hier. Ja, eigentlich das ganze Ding hier. So. Und dann mache ich auch mal das da hier direkt weg. Beziehungsweise ich mache mal hier kurz so. Zack, 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 zack. Ne, Moment mal, warum mache ich das denn? Ich mache es jetzt einfach mal. Ist mir jetzt egal. So, genau, der hier bleibt. Dann, aber der hier kommt weg. So, und dann kommt das da hier so zu. Genau, und dann kommt hier der da hier. Und dann. So. Hier der zack, 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 zack. Und zack. Genau. Und ja, damit hat man jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz, aber das ist nicht der Sinn des Ganze, des Ganzen. Denn jetzt muss. Moment mal, wenn der da hier gesetzt wurde. Genau, dann muss der da hier nämlich einmal weg. So. Und ja, genau, das ist jetzt hier die Wand, die einmal runter muss. So, Moment, den da hier, den kann ich eigentlich dann auch wieder. Moment, der hier kann wieder weg. Aber das da hier, das kann ich dann eigentlich schließen und. Oh, verdammt. Jetzt ist es natürlich sehr, sehr dunkel. Aber es ist jetzt nur sehr kurz dunkel, weil da unten ist dann jetzt gleich die Decke, bis wohin wir quasi kein Licht haben. Und sobald wir unter dieser Decke, weil das ist die Decke vom unteren Teil. Sobald wir da dann durch sind, da wird es dann wieder heller werden. Und ja. Ja, einen Augenblick nur ganz kurz. So, aber ich finde es ganz gut, dass wir das jetzt hier machen, weil, ja, das bringt auch auf jeden Fall die große Halle nochmal voran. In seiner, Geilheit, sag ich jetzt mal. Und, ja, in seiner, ne. Es soll ja realistisch sein, sage ich jetzt mal. Und, ja, wenn es das nicht ist, dann ist es halt doof. So, und hier kommt jetzt dann wieder Licht. Moment. Ah, verdammt. Der hier, der muss bleiben. Und dann hier müssen Steinchen rein. So. Und so. Genau. Genau, aber jetzt hier, ne, ihr seht ja schon, das Licht, es kommt hier durch. Und jetzt wird es auf jeden Fall wieder heller. So.
So. Sehr schön. Leute, erzählt mal, wie geht es euch? Was machen die Hämorrhoiden? Was machen, keine Ahnung was? So. Also mir geht's gut. Mir geht's sehr, sehr gut. Ich habe ja letzte Folge über meine Weihnachtsgeschenke geredet, worüber ich mich immer noch total, total freue. Weil es ist einfach zu cute, was da teilweise kam. Es ist total toll. Und ja. So. Also mein Weihnachten war halt so. Soll ich jetzt noch über Weihnachten reden? Nee. Die ganze Zeit über Weihnachten reden, das geht halt auch nicht. Also Luca. Und ich bemerke gerade etwas. Moment mal. Wir haben. Heute ist der 31. Das da hier müsste die Silvester-Special-Folge sein, verdammt. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Okay, dann kommt noch ein extra Video. Weil ja, heute ist ja eigentlich Silvester. Aber dann kommt nochmal um 18 Uhr ein extra Video. Das heißt, das hier ist die WBPW-Folge und dann gibt es noch ein extra Video. Genau. Und das wird dann der Silvester-Special. Genau. Ja. So. Und so. Gut. Aber ja, dann habe ich zumindest einen kleinen Plan schon mal. Ja, das habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm gehabt, wann denn diese Silvester-Special-Folge kommt. Aber wir haben ja jetzt heute den 28. und wenn ich jetzt schon eine Folge aufgenommen habe und jetzt nochmal eine Folge aufnehme, ne, dann muss ja irgendwann auch mal Silvester kommen, so. Ne, das macht ja Sinn. So, genau, hier mache ich jetzt einmal zu, bis hierhin zumindest. Ja, denn das da hier wäre es jetzt mal soweit. Genau, ich mache das jetzt hier auch erstmal so mit dem Ganzen. Ne, und dann hier wieder so. Genau, weil so wäre es bisher, sage ich jetzt mal. Bisher. So, aber das da hier, Moment, einmal so. Genau, das da hier wird auf jeden Fall höher gezogen. Ja, soweit jetzt erstmal. Und dann muss ich das Ganze jetzt natürlich nochmal ein bisschen anpassen. Weil, das geht jetzt so natürlich auch nicht mehr ganz. Genau, da habe ich das schon. Genau, das heißt, der hier wird auch zu dem da hier und der hier wird zu dem da hier. Dann wird der da hier. Ja, das kann eigentlich so bleiben. Moment, Moment. Das da hier muss weg. So und so. Moment mal, jetzt ist das da hier nicht mehr die Mitte. Dann mache ich jetzt mal gerade ganz kurz hier. So und dann so. Genau, ich glaube, das könnte jetzt ganz gut werden. So, dann der wieder runter und der hier auch wieder runter. So. Und dann, Moment. Ich brauch mal den, der hier ein bisschen höher. Moment mal. So, genau, den, der hier ein bisschen höher einfach mal. So. Und dann ist der hier so, der hier so. Ah, okay, jetzt weiß ich, was ich tun muss. Dann muss ich jetzt nämlich hier so, so machen. Genau. Dann hier so, so. Und. Ja gut, der hätte eigentlich bleiben können, aber egal. Und dann hier so und so, so. Und ja, dann habe ich es jetzt, glaube ich, eigentlich. Oder? Oder? Ja, damit ist die Rundung jetzt auf jeden Fall mal gegeben. Dann muss ich jetzt natürlich noch die Tannenbäume aufeinander anpassen, denn hier ist der hier im Loch quasi. Und ja, hier eben nicht. Bedeutet das Ganze, das muss jetzt ein bisschen anders gemacht werden.
Wobei ich gerade am Überlegen bin, ob ich hier vielleicht tatsächlich nur den da hier, also ne, nur den da hier so und so einmal so, so bis nach oben quasi schließen soll. Moment, quasi hier so nach dem Motto. Und dann hier auch mal so, so. So, so. Genau, dass quasi der Eingang zur Treppe hier so ist. Und dann ist es aber so, dass die Treppe an sich trotzdem breit ist. Und dann sieht es halt von der Seite hier ungefähr, ja, so aus. Ungefähr. Also ich mache das hier nochmal ein bisschen schöner auf jeden Fall. Das ist jetzt hier gerade ein bisschen arg hässlich. Aber ja, was ich dann wahrscheinlich tun werde, ist hier sowas beispielsweise. Moment. So, hier einmal ganz nach oben. So, 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 so. Und dann hier so. Gut. Habe ich Treppen dabei? Ja, mehr oder weniger. Aber ja gut, eigentlich passt der hier auch. Und dann sieht das Ganze hier halt so aus. Ja. Ich meine, ja. Geht, oder? Oder sieht das hier doof aus jetzt? Also ich finde das eigentlich ganz schick. Was man dann zum Beispiel machen könnte, wäre hier. So, geht das da hier auch? Ja, das geht auch weg. Nice, geht. Na, der hier geht nicht, oder? Nee, der geht nicht, okay. Aber ja, halt zumindest hier so noch irgendwas rein oder so. Keine Ahnung. Obwohl, nee, das wäre dann zu gequetscht. Ich lasse es einfach so. Ja. Genau, dann wäre das Ganze jetzt hier so. Genau, dann sieht es jetzt hier so aus. Gut, und dann würde ich nämlich dann wieder zu diesen Feuerkesseln hier tendieren. Bedeutet, ich mache den Baum hier einmal weg. So. Genau, der kommt dann nämlich jetzt hier dahin und dann hier das Feuer natürlich auch einmal. So. Jetzt habe ich keine Axt dabei. Ups. So. Genau, und dann kommt der hier halt. Moment. Genau, kommt hier ins Loch rein. Das bedeutet hier so, so. Dann hier so. Jetzt habe ich kein Feuerzeug. So, so. So, 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 so. Dann hole ich mir ganz kurz ein Feuerzeug. Aber ja, ich glaube, damit machen wir dann gerade eigentlich ganz gute Fortschritte, würde ich sagen. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden, wenn ich ehrlich bin. So, Moment, ich nehme das Feuerzeug hier mit. So. Und dann wieder nach oben. Weil das da hier, das sieht jetzt hier so aus. Und dann läuft man hier in die Eingangshalle rein. Dann hat man das hier so. Ne, mit den Türen. So, und dann kommt hier jetzt noch Feuer drauf. So, genau. So. Und ja, dann sieht die Eingangshalle jetzt so aus. Und ich finde, das kann man so machen. Ich finde, das kann man so machen, auf jeden Fall. Oder was sagt ihr? Ist die Eingangshalle schön? Und dann läuft man halt hier nach oben, ne? Und dann hat man hier wieder diesen Gang. Ah, was man zur Weihnachtszeit gerade vielleicht machen könnte, wäre hier den da hier mal weg. So, den da hier auch so. Und dann hier, so. Genau. Genau, dann hier so. Und so. Ja, dann hat er zumindest irgendwie so das Gefühl, als wäre er wichtig. Genau, und dann geht's halt hier so rein, ne? Und dann hier so ins große Treppenhaus, wo es hier in dem Bereich noch sehr leer ist, aber das kommt natürlich alles noch. Und ja, ich habe noch Zeit, ne? Ja, ich habe noch Zeit. Oh ja, genau, und von der Seite sieht es halt hier so aus. Jetzt mache ich mal hier. Ah, genau, das Fenster kann ich noch reinmachen.
Es darf natürlich nicht fehlen. So. Genau hier, das wird so ein Dreierfenster wieder. Dann ist hier 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann geht das da hier. So. Genau, und dann das hier wieder 5, 6. Genau. Ja. Genau, dann ist man hier halt ein bisschen näher, aber ich meine, das ist ja in Ordnung. So, dann hier ist, glaube ich, ja, genau, hier ist der Durchgang. So. Ja. Hier dann halt so. Und Moment. Und der hier weg einmal. So. Genau hier. Der hier, der ist dann wieder so. Ne, aber hier ist der. Das sind ja hier. Ah. Aber das ist doch eigentlich total bescheuert. Warum habe ich das denn gemacht? Es reicht doch so vollkommen aus. Und dann ist es auch ein bisschen höher. Naja. Der Luca aus der Vergangenheit halt. Der hat ziemlich viel Mist gebaut. Ja, und dann sieht es jetzt hier so aus. Und ich finde das eigentlich ganz schick. Oder was sagt ihr? Wenn ihr jetzt nicht meiner Meinung seid, Leute, dann gibt's aber auf die Nuss. Ja. Und dann sieht das Ganze jetzt hier aktuell so aus erstmal. Genau, hier geht das Ganze so rein. Hier ist das Ganze so. Und ja. Doch, ich finde das jetzt auch nochmal ein bisschen schicker, weil dann geht das hier halt auch nochmal so mit einem Übergang quasi rein. Und ja, ich find's gut. Ich find's gut. So, dann gehe ich aber jetzt nochmal gerade ganz kurz. Moment mal. Ah, Glas wollte ich noch kurz holen. So. Haben wir überhaupt noch genug Glas? Ja, haben wir. So, nehme ich mal das hier mit. Das sollte reichen. So. Genau, und dann gehe ich kurz rein. So. Und dann hier. Oh. So, komme ich da ran? Nö, komme ich nicht. So. So. So und so. Ja, Leute. Damit haben wir jetzt hier auf jeden Fall die Fenster wieder neu gesetzt. Und anstatt dass die Fenster jetzt halt hier sind und man diesen Blick hat, hat man jetzt halt hier nochmal ein bisschen größeren Blick auf alles. Und ja, ich finde das ehrlich gesagt ganz schick so, ne? Und dann hat man hier das da hier. Und allgemein, also es gefällt mir. Also ich kann mich gerade echt nicht beschweren. Weil ja, ich bin eigentlich echt zufrieden. So zur Zeit. Hier ist die Treppe nach unten. Dann ist man hier in der Eingangshalle. Hier ist die große Halle. Da ist der Innenhof. Ne? Ja. Was sagt ihr, Leute? So. Aber ja, dann, liebe Leute, würde ich jetzt mal sagen, war es hier mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann leider mit einem Daumen nach unten. Ich muss kurz gehen. Aber wenn es euch super gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einem kostenlosen Abo, was ihr mir jetzt hier rechts oder unten rechts auf meinem Wasserzeichen gerne hinterlassen könnt. Wir sehen uns in der nächsten Folge von The Weeble Potter's World. Das war's von mit dem Löwen. Bis dann. Tschüss und ciao.